Ich wollte heute mal über die Wechseljahre sprechen. Das ist ja so ein Thema, was nicht unbedingt auf der obersten Gesprächsstoffliste auf einer Party steht, aber unsere Freundinnen schon einiges von uns gehört haben, unsere Ehemänner zum Teil auch oder unsere Freunde zum Teil auch. Die Wechseljahre sind aus verschiedenen Sichten ein sehr interessanter neuer Lebensabschnitt. A, haben wir eine neue Saison dazu gewonnen. Früher, und wenn wir uns erinnern an unsere Eltern und Großeltern, war es so, die sind in die Wechseljahre gekommen, so um die 50 herum, und wurden dann alt. Das ging relativ schlagartig und blieben dann auch alt. Jetzt sind wir 50, kommen auch in die Wechseljahre, aber wir erwarten von uns, und dazu haben wir uns entwickelt, dass wir aktiver sind, dass wir jugendlicher sind. Das heißt, nicht zu vergleichen mit dem Jugendwahn, von dem rede ich nicht. Ich rede eigentlich von der Möglichkeit, sich weiterhin so zu bewegen in seinem Leben, wie man das möchte. Und in dieser neuen Saison gibt es auch bestimmte Herausforderungen für uns. Unter anderem erstmal die Herausforderung, anzuschauen, was passiert da eigentlich. Und wie ich in die Wechseljahre kam, bin ich davon ausgegangen, wir reden von Hitzewallungen, wir reden von Schlafunterbrechungen. Mir ist nicht klar gewesen, dass es ein großes emotionales Loch gibt, in das man fällt. Und deshalb habe ich das damals mit den Wechseljahren überhaupt nicht gleichgesetzt. Mit meinen Symptomen kam ich eigentlich recht gut klar, nur das, was danach kam, damit kam ich nicht mehr klar. Ich hatte meine Lebenskraft verloren. Und das, was mich ausgemacht hat als Frau, als Mensch, als lebendes Wesen hier in dieser Inkarnation, in diesem Leben, war plötzlich weg. Und so langsam weg, nicht plötzlich weg, das hat so Stück für Stück merkte ich, ich habe keine Lust mehr am Leben, es macht mir eigentlich keinen Spaß. Was passiert in diesem Fall, ist eine ganz interessante Geschichte für uns. Und zwar, unser Körper geht ans Sterben. Das ist quasi eine Vorübung zum Loslassen, zum Sterben loslassen. Das kommt daher, dass wir aus unserer DNA, die wir alle haben und die wir auch verändern können, wie wir wissen, mittlerweile ist das, glaube ich, ziemlich bekannt, passiert es, dass aber trotzdem noch getriggert wird, normalerweise ging es um diese Zeit an Sterben. Also vor 100 Jahren sind die meisten Frauen überhaupt nicht in die Wechseljahre gekommen, weil sie sie nicht erlebt haben. Sie sind schon vorher gestorben. Und wir erwarten natürlich, dass wir weiterhin aktiv sind in unseren Wechseljahren, nach unseren Wechseljahren, weit nach unseren Wechseljahren. Was passiert und bei mir passiert war, und deshalb habe ich auch mein Buch darüber geschrieben, über die Wechseljahre, kein fliegender Wechsel, ist, dass ich mich nicht mehr hochbekam und mit all meinem spirituellen Training über 20 Jahre, ich kaum mehr richtig meditieren konnte, ich depressiv wurde, mich nicht mehr richtig wiedererkannte und nicht genau wusste, was ich mit dieser neuen Sabrina eigentlich anfangen sollte. Ich habe mich dann immer mehr zurückgezogen, was ich tue, wenn ich merke, ich muss hier irgendwas aufarbeiten oder anschauen. Und war dann an einem Punkt so verzweifelt, dass ich mich nicht wiedererkannte, dass ich anfing zu schreiben. Ich habe mir einfach meinen Frust von der Seele geschrieben am Anfang. Und ich fühlte mich ganz am Anfang, weiß ich noch, wie in einem Zug sitzend, der nicht abfährt. Und alle anderen um mich herum wissen genau, was sie tun sollen. Alle anderen um mich herum laufen begeistert an mir vorbei und ich sitze in meinem Zug und er bewegt sich nicht. Wir haben nicht nur in uns unser inneres Kind, sondern wir haben auch in uns unsere weise alte Frau. Und diese weise alte Frau ist eine sehr, sehr wunderbare Möglichkeit, sich wirklich mit dem zu verbinden, was wir werden. Und in diesen Wechseljahren, was passiert ist, wir müssen uns A, um uns selber kümmern. Das fällt gerade Frauen immer schwer. Wir gehen also von der Sorge um andere und die Beobachtung und Aufmerksamkeit, wie es denn den anderen allen geht, auf die Aufmerksamkeit, wie es uns denn geht. Und wenn wir ehrlich sind, wenn es uns nicht wirklich schlecht geht, kümmern wir uns nicht um uns. Also die meisten von uns zumindest. Also der Körper unterstützt uns, indem er sich wirklich so uns zwingt, regelrecht, uns um uns zu kümmern. Und dann beginnt unsere große Aufgabe. Wie wollen wir unsere Wechseljahre verbringen? Wie wollen wir die Zeit danach verbringen? Was tut uns gut, was tut uns nicht gut? Und das ist viel Arbeit, muss man einfach so sehen. Wir können nicht einfach nur zu jemandem hingehen und uns darauf verlassen, dass uns der sagt, was wir tun sollen. Wir
müssen selber herausfinden, was ist gut für mich. Das ist ein großer Seelensprung, nochmal zu wirklich zu erkennen, in sich hineinzuspüren, ist das gut für mich, ist das nicht gut für mich. Zu erkennen, dass es Unterschiede gibt zwischen Hormonen, es gibt bioidentische Hormone und synthetische Hormone, herauszufinden, was das überhaupt bedeutet, dass ein Hormon, ein synthetisches Hormon verändert worden ist, damit es eben patentiert werden kann und dass ein bioidentisches Hormon oder naturidentisches Hormon dem normalen Hormon entspricht, das wir also körperlich zu uns nehmen. Ob brauche ich Akupunktur, hilft mir chinesische Medizin? Das alles gilt es für uns selber herauszufinden. Das ist nicht einfach, weil wir in einem Zustand sind, in dem wir uns zum Teil nicht mehr wiedererkennen. Und es hilft uns auch, uns in diesem Zustand mitzuteilen. Und gerade wir, die wir immer für alle da sind, mal zu sagen, jetzt brauche ich mal Hilfe, ist eine wunderbare Übung im Loslassen. Und der Körper mit der Zeit, wenn er merkt, wir sterben noch nicht, was wir noch nicht tun werden, dann fängt er wieder an, sich wieder hochzuziehen. Wir können uns aber, und wir haben die Wahl, uns hochzuziehen, wenn wir empfinden, dass es richtig für uns ist. Also ich habe lange damit geliebäugelt, durch die Wechseljahre natürlich durchzugehen. Also gerade mal vielleicht ein Globuli und gerade mal ein bisschen Hormon-Yoga, aber bloß nichts, was ich irgendwie zusätzlich brauche. Bis mir klar geworden ist, ich habe Blomben, ich habe eine Krone, ich gehe zum Friseur. Also ich hole mir Unterstützung bei vielen anderen Sachen auch. Und man darf sich auch in den Wechseljahren Unterstützung holen. Nur es geht darum, man muss sich wirklich selber drum kümmern, wirklich auf sich hören. Das ist ein Teil unserer spirituellen Lebensaufgabe und Hausaufgabe, in den Wechseljahren zu schauen, wo will ich hingehen im Alter? Wie will ich mich entwickeln? Wie möchte ich mein Leben weiterleben? Bis dahin war es so, wie wir es uns gestaltet haben. Ab jetzt gestalten wir es anders. Passt es noch, was wir da früher alles gemacht haben? So ein kleines Beispiel. Ich habe oft in meinem Leben, meistens eigentlich in meinem Leben, mit einem Mann zusammengelebt. Und jetzt zum ersten Mal in meinem Leben genieße ich es und will es auch alleine leben. Und das mir zu erlauben, mir zu sagen, ich gebe mir die Erlaubnis, jetzt alleine zu leben, weil mir das einfach sehr viel Spaß macht und sehr viel Freude bringt. Das ist ein großer Schritt für mich, war es, und für viele von uns vielleicht auch, aber sich die Erlaubnis zu geben, ist jetzt in dieser Zeit ganz wichtig. Es wird besser, ich verspreche es Ihnen.